Ja Leute, wir haben uns jetzt hier aufgebaut zusammen. Wir nehmen ein kleines Messer. Ich muss, glaube ich, ein bisschen sündigen. Ich klaue doch noch eine kleine Blume. Wir haben hier schon mal einen, der komplett glücklich ist. Gehüllt von Bärlauch. Ortis, wir brauchen deinen Segen, dass er gut aufgeht. Kennt ihr den Bärlauch-Song? Auch der Bärlauch, Knobi, Knobi, Knob. Der Bärlauch, der Bärlauch. Der schmeckt so richtig gut. Knobi, Knob. Hi Leute, ja, heute geht's um Bärlauchbrot. Ich werde jetzt erstmal den Teig vorbereiten, weil der muss jetzt eine halbe Stunde ziehen und in dieser Zeit gehen wir gleich zusammen schön im Wald und pflücken schon Bärlauch. Wir brauchen auf jeden Fall eine kleine Schüssel. Ich packe das hier erstmal ein bisschen drauf. So. Wie das alles so gemacht wird, steht auch noch in der Beschreibung drin, wenn ihr Lust habt, das nachzumachen. Ihr braucht erstmal 250 Milligramm warmes Wasser, sehr wichtig. Dann müsst ihr eine ganze Packung Hefe, ihr könnt 20 Gramm frische Hefe nehmen. Ich nehme jetzt trockene Hefe, eine ganze Packung. Aber mit der Wärme geht die Hefe gut auf. Was ganz wichtig ist für die Hefe, die braucht Süße, dass sie aufgeht. Ich habe jetzt hier Agavendicksaft. Da könnt ihr so einen, was war das, einen Teelöffel reinmachen. Das rühren wir erstmal schön, dass das alles schön eine homogene Masse, dass wir das hier haben. Ich packe, glaube ich, auch schon mal Salz rein. Da braucht ihr ungefähr einen Esslöffel. Weil in dieser Zeit gleich loszugehen im Wald, und wenn wir zurückkommen, können wir direkt anfangen, weil der Teig dann fertig ist schon mal. Survivalbrot. Ja, stimmt, du hast auch ein Video, ne, auf deinem Kanal. Ne? Ja, mit Survivalbrot. Verlinke ich mal hier oder hab da. Habe ich das hochgeladen? Weiß ich gar nicht. Wenn nicht, verlinke ich ein Video von meinem Video. Da zeigt er uns einmal Urfi und mir sein Survivalbrot. Ja. Auch sehr lecker. Ja, jetzt kommt einmal nochmal 50 Milliliter Olivenöl. Das ist sehr wichtig. So, das sind 55. Ist ja egal. Dann brauchen wir ein Ei. Das ist nochmal so ein Klebfaktor, dass es alles schön zusammenhält. Die Blätter mit dem Teig. So. Kann man das Ei auch weglassen, wenn man sagt, man will kein Ei? Ja, für die Veganer. Nehmt das Ei einfach weg und passt schon. Dann ohne Ei funktioniert das auch. Ja, jetzt brauchen wir einmal 500 Gramm Weizenmehl, Typ 405, glaube ich, war das. Ja, genau, 405. Zeige ich euch nochmal. Bioqualität, auch sehr gut. Okay, dann schütten wir das hier schon mal rein. Cool, ey. Bärlauchbrot. Ich glaube es nicht, ey, dass wir das jetzt einfach machen. Ja, die spontansten Ideen sind die besten. Ja, und ich kann trotzdem Kräuter pflücken. Und Andi hat sein Bärlauch. Das ist immer so schwierig, finde ich, am Anfang mit den Händen zu kneten. Das klebt alles und hat noch nicht so richtig schön die richtig schöne Konsistenz. Ja, aber du brauchst noch ein bisschen Mehl, mein Freund. Ja, was wichtig ist, Leute, ihr müsst Geduld mitnehmen, weil Teig kneten, das dauert einfach mal so 10 Minuten. Ne? Mit der Maschine geht es ein bisschen schneller. Aber ich glaube, wir haben es gleich. Zack. Sieht sehr gut aus. Ja, ne? Bella Italia. Sieht wirklich richtig gut aus. Und gleich zieht das noch mal schön. Schon Lust, Italienisch zu singen jetzt. Italiener, la 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 la. Ba-da-bi-da-bi-da. Gleich liegt es auf dem Boden. So, und wenn er sich richtig schön fluffig anfühlt, dann können wir den jetzt richtig schön ziehen lassen. Braucht ihr auch keine Angst haben, den könnt ihr ruhig ein paar Stunden ziehen lassen. Das ist eigentlich komplett egal. Bei Pizzateig lasse ich den sogar meistens einen kompletten ganzen Tag ziehen. Einfach da rein und zudecken. Der will ja auch ein bisschen sich ausruhen. Und jetzt gehen Michi und Andi, die gehen jetzt in den Wald und besorgen Bärlauch, während ich mir hier in den Hinterplatz sitze und aufräume. Ja, ich bin jetzt mit Andi im Wald. Wir haben jetzt eine schöne Bärlauchecke gefunden. Die Blüte wächst schon. Andi, zeig mal her. Kleiner Tipp. Lass die Blumen dran, weil nur so kann der Bärlauch sich ermehren. Und das ist schön, wenn er sich ermehrt, weil Jahr für Jahr wird er immer größer, diese Stelle hier. Richtig schön. Wir pflücken jetzt erstmal was. Sehr sandig geworden mit dem Regen. Müssen wir gleich einmal nochmal schön abwaschen. Und passt auf mit den Merkmalen, Leute. Wenn ihr euch unsicher seid, schlagt lieber erstmal nach. Es gab jetzt vor kurzem einen Fall, ich glaube Österreicher oder Schweizer, also so ein alter Ehepaar hat sich vergiftet, weil die falschen Bärlauch gepflückt haben. Nehmt das immer sehr ernst, ne? Ich muss, glaube ich, ein bisschen sündigen. Ich klaue doch noch eine kleine Blume. Voll lecker.
sehr lecker. Schön nussig auch irgendwie. Ich habe jetzt einfach schon mal so viel gepflückt. Ich werde jetzt erstmal mit Andi ein bisschen mehr pflücken, weil wir brauchen für das Brot 50 Gramm. Aber wir möchten noch mal Pesto machen, hin nach der Aufnahme für uns ein bisschen, ne? Vielleicht auch noch Butter. Mal gucken. Ja, wir pflücken jetzt erstmal, Leute. Ja, Leute, guck mal. Komplett voll mit Bärlauch und die Stelle ist immer noch voll prächtig und schön. Wir haben auch aufgepasst, dass wir nichts kaputt getrampelt haben. Das nehmen wir jetzt mit. So, die Hausfrau hier, die macht jetzt erstmal die schönen Bärlauchblätter sauber. Und dann kommen die gleich schön ins Brot. Ja, Leute, wir haben uns jetzt hier aufgebaut zusammen. Wir nehmen ein kleines Messer. Ja. Ich habe mir gedacht, man muss es ja mal benutzen. Wir nehmen auch wirklich viel Bärlauch. Diese 70 Gramm kann man nicht anders schneiden. Das geht nicht anders. Das muss das Messer sein. Und das Brot, Leute, ist richtig gut aufgegangen. Ich hoffe, dass man das so sieht. Ja, top, ne? Ist richtig schön aufgegangen. Wir werden das gleich nochmal schon kneten mit den Kräutern. Und dann nochmal eine halbe Stunde ziehen lassen. Und jetzt einmal in der Richtung. Jawohl. Und da muss man sowieso gleich noch gucken, was davon noch grob ist. Ja. Weil hier durch so einen Haufen schneiden. So ein Messer, ey. Ich hätte auch ein paar Mal einfach kleiner machen können. Hm. Ich schneide gleich das Brettchen mit durch. Wir haben es schon ordentlich genascht. Ja, sehr. Sehr lecker. Ja. Pack's rein. Ich will niemanden mehr küssen, wenn ihr so viel Bärlauch gegessen habt. Ja, da kriegt man schon Mundgeruch. Bisschen. So, ein bisschen kneten. Boah, seht ihr schon, wie der Teig grün wird? Gold, Gold. Das wird richtig krank. Hammer. Das wird so heftig. Nimm noch ein bisschen. Wir haben noch 300 Gramm. Gib mal her. Kennt ihr den Bärlauch-Song? Auch der Bärlauch, der Knubi, Knubi, Knub. Der Bärlauch, der Bärlauch. Der schmeckt so richtig gut. Knubi, Knub. Ja, wir brauchen noch mal ein bisschen Mehl. Weil mit dem Bärlauch, der macht es jetzt noch mal ein bisschen sehr nass. Handwerkskunst. Jo, machen wir auf den Tisch erstmal. Genau, dann. Oh, da war aber ja, hätte das reicht. Das war aber ordentlich. Oh, oh. Das wird schon passen. Ich mache oft Brot, wo ich noch bei meiner Mama gewohnt habe. Ey, ich habe so oft Brot gemacht für uns. Ey, die hat sich auch richtig gefreut. Mal ein Kartoffelbrot, dann mal ein Dinkelbrot. Oh, cool. Dann mal so ein Mischbrot, Nussbrot. Und, ach, das war schon ein Brennnesselbrot. Ich habe früher immer Pizzateig voll oft gemacht. Mhm. Aber erst seit ein paar Jahren mache ich halt gerne Brot. Ja, so Leute. Ne? Fertig. Nice. Jetzt noch eine halbe Stunde ziehen lassen. Ortes, wir brauchen deinen Segen, dass er gut aufgeht. Wow. Na? So. Dann legen wir den schön rein. Und mehr müssen wir machen. Nur einen Deckel noch drauf. Nur so eine Nahaufnahme vielleicht. Warte, oh, wenn du das so einmal drehst und dann. Leute, ist jetzt drinne und jetzt wird nochmal schön ein Handtuch draufgepackt. Halbe Stunde noch warten. Und dann. Ja, dann haben wir bald ein leckeres, schönes Bärlauchbrot. Für euch geht es jetzt weiter und bei uns eine halbe Stunde. So, bis gleich. Cool. Ja, wir haben den Bärlauch vergessen wegzunehmen, die Blätter. Kann man eigentlich drauflegen, ist auch richtig schön. Das ist richtig klebriger Teig, ey. Ja, sieht voll schön aus. Ist auch schön aufgegangen. Rein damit. Fertig. So, Leute, jetzt wird nochmal, guck mal erstmal, wie das Brot aufgegangen ist. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen Wasser drauf streichen, weil so wird der nochmal schön knusprig. Boah, das ist ein bisschen viel aufgegangen. Vielleicht ein bisschen weniger Hefe. Ich hatte den Gegner direkt online. Ich am besten mit dem Pinsel. Mhm. Stimmt. Man kann es auch mit Salzwasser machen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ohne mit Käse kannst du es auch machen. Ne? Aber Käse muss man aufpassen, wann du es machst, ne? Das genau. Ist verbrannt. Ja. Oh yeah. Ah, das Brot haben wir schon mal. Ist ein bisschen zur Seite aufgegangen, aber boah, riecht das gut. Sieht auch richtig gut aus. Riecht richtig nach Knoblauch, ne? Mm. Boah, sieht das gut aus. Hier, guckt euch das mal an. Wir haben hier schon mal einen, der komplett glücklich ist. Gehüllt von Bärlauch. So, das Brot ist fertig. Na, ich glaube, das ist zu klein. Da brauche ich mal. Ach, da liegt ja zufälligerweise direkt ein Brotmesser. Okay. So. Sieht doch schon mal bis jetzt erstmal richtig gut aus. Bitteschön. Dankeschön. Boah, das ist noch schön warm.
Riecht schon mal gut. Sehr knusprig, ne? Man schmeckt sofort den Knoblauch raus, auf jeden Fall. Oder den Bärlauch. Man schmeckt den Olivenöl raus. Ist wenig Salz. Kann man, ne? Also ist jetzt nicht salzig, aber ich finde es gut, weil ich esse momentan auch wenig Salz, dann passt das. Ich finde es aber schön, dass man die ganze Zeit den Bärlauch auch schmeckt, dann das leckere Brot. Ja, da ist so ein Frischkäse zu, ne? Das wird passen, Mann. Stimmt. Kräuter, Bärlauch-Frischkäse. Es ist schön fluschig, es ist noch schön warm, draußen ist knusprig. Ist ein gutes Brot. Auf jeden Fall. Aber wir haben es geschafft zum Glück. Riecht schon gut. So, jetzt packen wir schöne Blüten hier drauf. Zack. Für Sortes, der kriegt ein schönes Blatt. Zack. Und Andreas kriegt einen Stiel. Was? Ey, das ist aber auch geil. Was? Ich kann auch nicht Stiel. Blatt. Der Stiel schmeckt sehr würzig. Ich würde protestieren. Du kriegst Blatt, okay. Der Sortes, dann kriegst du Blume. Blumen mag ich nicht. Ich nehme einen Stiel. Dann nimmst du den Stiel, mein Gott. Hä? Warum krieg ich jetzt die blöde Blüte? Hä, du kriegst ein Blatt? Achso, ich krieg das, okay. Meine Nimm doch die Blume. Ey. Ich will beides. Ja, dann kriegst du beides. Hier, dann schmier ich nochmal mein Brot. So, das dauert auch ein bisschen, das dauert noch hier. Das Bärlauch-Erlebnis, Abenteuer, Leute, das so sieht es immer aus bei uns hinter den Kulissen. Ja, genau so. Hat er gerade Blätter gefressen? Ja. Boah, Alter. Schön. Ja, wenn das Bärlauchbrot noch nicht genug nach Bärlauch schmeckt. Ja, wirklich. Ja, perfekt. Leute, das Brot ist schön. Probiert's aus, macht's selbst. Es ist schön, das ist... Geht fit für eine Marke. Macht Spaß. Ja, haut rein, ne? Willst du noch was sagen für unsere Zuschauer? Michi ist fertig. Michi ist fertig, ja. Wenn der sagt, haut rein. Okay, Leute. Vielleicht sagt das Brot noch Tschüss. Hau rein, Brudi. Hau rein, Mann. Haut rein. Hui.